Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma AquariumBest hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, ist der Einsatz und die Anwendung von Ozon im Meerwasser-Aquarium wirklich sinnvoll? Schauen wir uns vorab erstmal an, was Ozon eigentlich wirklich ist. Ozon besteht aus 3 Sauerstoffatomen und ist das technisch stärkste Oxidationsmittel. Ozon ist ein stechend riechendes, giftiges Gas, das du in der Praxis oft daran erkennst, wenn du beim Öffnen des Aquariumunterschranks der typische Ozongeruch entgegenschlägt. Um in der Aquaristik Ozon zu erzeugen, wird Luft durch einen sogenannten Ozonisator gesaugt bzw. gedrückt und Teile des darin enthaltenen atmosphärischen Sauerstoffs werden durch stille elektrische Ladung in Ozon umgewandelt. Um hier eine maximale Umwandlung in Ozon zu erreichen, ist es besonders wichtig, dass die angesaugte Luft trocken ist. Hierbei gilt, je trockener die angesaugte Luft, umso größer ist die Umwandlung von Sauerstoff in Ozon. Um hierfür optimale Bedingungen zu erreichen, kannst du die angesaugte Luft über einen mit Silikatgel gefüllten Lufttrockner, das ist ein einfach geschlossenes Kunststoffrohr, das dem Ozonisator vorgeschalten ist, ansaugen. Damit du eine effektive Wirkungsweise von Ozon im Meerwasseraquarium erzeugst, ist es entscheidend, eine lange Kontaktzeit des Ozons mit dem Aquariumwasser zu erreichen. Dies bedeutet, dass du dies nur mit Verwendung von speziellen Ozonreaktoren erreichen kannst. Du kannst den Ozonisator auch an die Luftansaugung von Eiweißabschäumern anschließen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass die Luftansaugleistung durch den angeschlossenen Ozonisator des Eiweißschäumers verringert wird und sich dadurch auch die Abschäumleistung deutlich reduzieren kann. Wichtig hierbei ist, dass du darauf achtest, dass der Eiweißabschäumer vom Hersteller für den Gebrauch von Ozon freigegeben ist, da es bei dauerhafter Einwirkung eventuell zu Materialschäden am Eiweißabschäumer kommen kann. Idealerweise wird der Ozonisator mit einer separaten Luftpumpe betrieben und das Ozon über den Ozonreaktor in das Aquarienwasser zugeführt. Hierbei ist wichtig, dass bevor das ozonbehandelte Aquarienwasser wieder in den Wasserkreislauf zurückgeschickt wird, über Aktivkohle geleitet wird, um dort das restliche Ozon zu zersetzen. In der Praxis wird häufig direkt Ozon über einen Ausströmerstein in das Aquarium geleitet. Von dieser Methode würde ich dringend abraten, da dort eine Zersetzung des restlichen Ozons über Aktivkohle nicht möglich ist. Schauen wir uns nun an, was Ozon im Meerwasseraquarium bewirken kann. Ozon zerstört unter anderem Gelbstoffe, Nesselgifte von Korallen und schafft somit ein glasklares Wasser. Der Einsatz von Ozon führt außerdem zu einer Erhöhung des Redoxpotenzials, was wir uns aber jedoch in einer späteren Folge noch genauer anschauen werden. Neben den positiven Eigenschaften der Ozonzufuhr sollten wir uns aber auch die gefährlichen Nebenwirkungen anschauen. Wie bereits erwähnt, ist Ozon ein sehr aggressives Gas, was bei einer Überdosierung die Kiemen von Meerwasserfischen dauerhaft stark schädigen kann. Auch für Menschen kann Ozon sehr gefährlich werden und deshalb solltest du unbedingt eine Überdosierung vermeiden. In der Regel werden ca. 10 Milligramm pro 100 Liter Ozon als Richtwert angegeben. Dies kannst du ganz bequem am Ozonisator einstellen. Aufgrund der oben genannten Risiken halte ich Ozon nicht für den Dauerbetrieb geeignet und sollte es meines Erachtens nur kurzfristig eingesetzt werden. Schauen wir uns nochmals zum Schluss die wichtigsten Punkte zum Thema Ozon an. Ozon ist ein stechend riechendes, giftiges Gas und besteht aus 3 Sauerstoffatomen. Ozon zerstört unter anderem Gelbstoffe, Nesselgifte von Korallen und soll nicht direkt in das Aquariumwasser geleitet werden, sondern bevor es in das Aquariumwasser zurückkommt, über Aktivkohle geleitet werden. Überdosierung schädigt die Kiemen von Meerwasserfischen und ist auch für Menschen schädlich.
Außerdem erhöht Ozon das Rettungspotenzial. Als groben Richtwert für Ozon werden ca. 10 Milligramm pro 100 Liter Aquarienwasser zugegeben. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich gewinnen und würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du diese gerne in die Kommentare bei iTunes schreiben und ich versuche, in den folgenden Episoden darauf einzugehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Meerwasser-Aquarium, dein Markus Moll. Das war's für heute beim Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasser-Aquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.